Können wir was machen? Auf einem leeren Grundstück, damit uns keiner beim Spielen stören kann. Aber dann haben wir doch Ärger gekriegt. Weil am Haus gibt es nämlich kein Wasserhahn und keine Pumpe. Und dann müssen wir unser Wasser immer woanders holen. Bei uns aus dem Keller oder so. Deshalb werden wir auch immer angemeckert. Und dabei brauchen wir doch so viel Wasser. Hier, hinter dem Zaun. Da ist unser Platz. Und da hinten ist unser Haus versteckt. Später haben wir auch noch selber das Brett gekriegt, wegen des Wassers. Da kommen meine Freunde. Die Regina, der Sascha und die Astrid. Hast du wieder gemeckert? Und wie? Dann hast du noch gesagt, wir sollen unser Wasser woanders holen. Typisch. Komm, ess doch mal. Ach, Hunger. Schon wieder. Für unser Haus brauchen wir eine ganze Menge Wasser. Und jeder braucht es für was anderes. Aber später ist was passiert mit dem Wasser. Und deshalb haben wir uns dann ja auch gestritten. Thank you.
Und die Kartoffeln wasche ich jetzt mit Luft, wa? Ach, ich hab so einen Durst. Gemeinheit, wo wir doch kein neues Wasser mehr kriegen. Naja, was mir so passiert bei der Dreckarbeit? Wollen wir mal aufräumen. Aufräumen? Du schmeißt ja alle Sachen immer nur von einer Ecke in die andere. Sowas Beklopptes, das war alles unser Trinkwasser. Und für die Goldfische und für das Wasser hat euch auch noch was. Ja, dafür geht's ja noch, aber mit dem Trinken ist es jetzt aus. Wenn meine Hände noch aber so dreckig waren. Wir können es ja sauber machen. Was? Das Wasser? Wie denn? Na, filtern. Ich hab doch mal ein Wasser ran. Kommt mal mit! Wir müssen was reizen, wo das dreckige Wasser denn durchläuft. Ein Taschentuch oder sowas? Wie? Da passt du vielleicht? Quatsch! Ein Papiertaschentuch. Hier! Nee, ist ganz sauber. Ja, ja, gerade du. Du hast ja deine drei Toten in unser Wasser gewaschen. Ja, ist ja gut. War ja nicht mit Absicht. Hier, sauberes Wasser. Sauber? Da war es doch wohl ein bisschen übertrieben. Aber sauberer. Warum schäumt denn das so? Na ja, ich habe mir meine Hände mit unserem Waschpulver gewaschen. Kannst du nochmal filtern? Hier, Felix. Dann habe ich auch nochmal gefiltert. Und dann hat die Astrid dem Wasser das Wasser zum Probieren gegeben. Probier mal. Aber der wollte es nicht. Der wollte es über den Goldfischen geben. Ja. Da war ich vielleicht sauer. Die hätten ja sterben können. Dann habe ich eben selber probiert. Puh Teufel hat das geschmeckt. Wie Seife. Ganz eklig. Und wenn man es nicht mehr trinken kann, kann ich vielleicht trotzdem noch Kartoffeln damit waschen. Kartoffelsalat mit Seife, probieren Sie! Der neue Geschmack! Ab sofort gibt es jetzt nur noch Seifenkartoffeln und keine Reiskartoffeln! Die Sensation! Gerade du, nach du hast halt das Waschmittel reingetan. Warum heißen wir eigentlich Waschmittel, wenn die was schmutzig machen? Ich habe dann weiter mit dem dreckigen Wasser gespielt. Ich spiele nämlich gern mit Wasser. Ich habe versucht, das Wasser sauber zu kriegen. Und immer wieder neue Papiertaschentücher genommen. Und dann habe ich es auch noch mit Sand und Kieselstein versucht. Da habe ich mal gehört, dass das geht. Da wurde das Wasser fast richtig sauber, aber es schmeckte immer noch nach Seife. Das ging einfach nicht weg. Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn überall nur dreckiges Wasser wäre, was dann passieren würde. Wenn aus dem Wasser und zu Hause nur noch schmutziges Wasser rauskommen würde. Thank you.
Damen und Herren, wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Mitteilung. Ihr Leitungswasser ist stark verunreinigt. Die Filteranlagen im Wasserwerk sind aus unbekannten Gründen ausgefallen. Der Umgang mit dem Wasser ist zu meiden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Gebrauch des Wassers auf eigene Gefahr geschieht. Wir versuchen, die Fehler schnellstmöglich zu beheben. Bitte lassen Sie das Rundfunkgerät eingeschaltet. Wir werden Sie weiter informieren.